was die Lufthansa-Aktien stark verwässern würde. Der Vorteil einer Kapitalerhöhung ist, dass sie wie ein Hebel wirkt, mit dem man an den Märkten und bei Banken ein Vielfaches davon an Anleihen und Krediten aufnehmen kann. Es ist das wirksamste Mittel für eine Sanierung und eigentlich bei Lufthansa längst fällig. Der Staat würde als neuer Großaktionär eine solche Maßnahme sicher mittragen. Aber genau das will Lufthansa nicht. Trotz Rekordverlusten von 6,7 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr sollen die neuen Geldmittel von privaten Investoren kommen. Unterdessen kritisieren Fondsgesellschaften und Umweltschützer, dass Lufthansa mehr tun müsse für den Klimaschutz. Außerdem gibt es Kritik am Personal, bei dem zusätzliche 10.000 Stellen ab dem nächsten Jahr in Frage stehen. Felix Linke, Frankfurt. B5 aktuell. Bayern. Im Studio Angela Braun. Die Renaturierung der Moore nutzt dem Klima. Die Wissenschaft weiß das schon lang. Jetzt interessiert sich auch die Politik dafür. Heute wollen Ministerpräsident Markus Söder, Umweltminister Thorsten Glauber und Landwirtschaftsministerin Michaela Kanniber das bayerische Donaumoos besuchen. Das Moor ist das Schwergewicht unter den Landschaften. Und selbst für den Hochwasserschutz ist es wichtig. Die Moore, in Bayern auch Moos, Filz oder Ried genannt, machen bundesweit 8% der landwirtschaftlichen Fläche aus. Sie sind aber für 30% der gesamten Klimaemissionen der Landwirtschaft verantwortlich. Denn das Kohlendioxid, das in den Moorböden gespeichert ist, entweicht in die Atmosphäre, wenn die Böden, wie in den meisten Fällen, durch Drainagen entwässert werden. Sollen Moore CO2 speichern oder gar zusätzlich fixieren, muss die Entwässerung gestoppt werden, sagt Professor Matthias Drößler von der Hochschule Weihenstephan. Wenn ich komplett den Torfkörper erhalten möchte, dann kann ich eigentlich gar nicht anders drehen und den wieder auf ein Niveau fahre, das, sagen wir mal, naturnah ist oder nahe an naturnah. Ein Grundwasserstand eine Handbreit unter der Bodenoberfläche gilt als naturnah und optimal für den Klimaschutz. Ein Beitrag war das von Ursula Clement. Im Prozess gegen den früheren Regensburger CSU-Kandidaten Christian Schlegel werden heute die Plädoyers erwartet. Ihm wird Beihilfe zur Steuerhinterziehung und uneidliche Falschaussage bei der Kommunalwahl 2014 vorgeworfen. Christian Schlegel soll zur Finanzierung seines Kommunalwahlkampfs Spenden über ein Strohmannsystem bekommen haben. Das Geld eines Regensburger Immobilienunternehmers war über eine Kanzlei und weitere selbstständige Unternehmer in die Wahlkampfkasse Schlegels geflossen. Die Herkunft des Geldes wurde durch das Konstrukt verschleiert. Unklar ist jedoch weiterhin, wie weit der CSU-Kandidat in die Machenschaften eingebunden war. Bei einem anderen Anklagepunkt hat die Beweisaufnahme bestätigt, dass der Angeklagte von Vorgängen wusste. Neben den Spenden hatte der Unternehmer auch Wahlkampfkosten für Schlegel direkt übernommen. Bezahlt mit Hilfe von Scheinrechnungen, die eine Werbeagentur ausgestellt hatte. In die Gestaltung dieser Scheinrechnungen war der Angeklagte direkt eingebunden. Das Gericht wird heute voraussichtlich die Beweisaufnahme abschließen. Andreas Wenlieder, Regensburg. Einmal im Jahr werden Deutschlands beste Lehrerinnen und Lehrer ausgezeichnet, und zwar mit dem Deutschen Lehrerpreis. Drei kommen aus Bayern. Mit dabei ist Annette Würmann. Sie unterrichtet Latein und Religion am Schüren Gymnasium Pfaffenhofen. Ihre Schülerinnen und Schüler können sie am besten charakterisieren. Frau Würmann ist eine nette und lustige Lehrerin. Ihr Unterricht ist nie langweilig, weil sie sich immer neue Sachen einfallen lässt. Außerdem kenne ich keine andere Lehrerin, die so viele Eselsbrücken parat hat. Den Unterricht so verständlich und lebendig wie möglich zu gestalten. Darum geht's Annette Würmann jeden Morgen aufs Neue. Im Rahmen des schulischen Begabtenförderprogramms lädt sie außerdem regelmäßig Professoren und Wissenschaftlerinnen ins Klassenzimmer ein, die mit den Schülerinnen und Schülern dann diskutieren, etwa wie künstliche Intelligenz funktioniert. Das Wichtigste für Frau Würmann, der Unterricht soll allen Spaß machen. Ich achte auch darauf, dass ich jeden Schüler bei der Begrüßung in die Augen schaue. Ich glaube, als Lehrer tut man gut daran, wenn man Hoffnung in jeden einzelnen Schüler setzt. Egal ob live im Klassenzimmer oder wie zurzeit, meist am PC. Manuel Rauch, Pfaffenhofen. B5 aktuell. Börse.
Eine wahre Zahlenflut haben die Börsianer heute zu verdauen. Im DAX haben der Halbleiterkonzern Infineon und das Immobilienunternehmen Vonovia Quartalsberichte vorgelegt, ebenso wie Firmen aus der zweiten Reihe wie HelloFresh oder Kiagen. Und obwohl sich die Ergebnisse durch die Bank durchaus sehen lassen können, sind die Kursreaktionen doch sehr unterschiedlich. So gehört das Papier von Infineon kurz nach Handelsstart zu den großen DAX-Verlierern mit minus 2,5%.